Und damit welcome back, ladies and gentlemen, zu einer weiteren unterhaltsamen Folge Atomic Heart. Schön, dass du da draußen wieder mit dabei bist, und wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann klicke einmal selbstzufrieden auf den Abonnieren-Button, aktiviere die Glocke und du wirst immer up to date sein. Ja, Leute, ich bin jetzt hier schon wieder ungefähr 10 Minuten vor diesem Fernseher und gucke mir Zeichentrickserien an. Einfach, weil es geil ist. Aber wir machen jetzt mal weiter hier an dieser Stelle. Wir sind jetzt mittlerweile in Testkamera Nummer 2, weil ich eben für die Pistole ein bisschen Aufwertung gebrauchen könnte. Dementsprechend starten wir mal durch und gucken mal, was uns jetzt hier so erwartet. Wir haben am Ende der letzten Folge schon gehört, dass uns auf jeden Fall wieder ein cooler Techno-Track um die Ohren sausen wird. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und wir werden kämpfen müssen. Ist es nicht, hier ist gerade ruhig. Ich dachte schon, der Typ zeigt mir den Mittelfinger. Das hätte ich ja irgendwie super witzig gefunden. So, aber erstmal looten. Okay. Die Hundeposition. Ebenfalls die Hundeposition. Also irgendwie liegen die alle so da, wie so, als hätten sie davor irgendwie noch so Kamasutra studiert. Dann haben sie die Roboter irgendwie so hingelegt. Das heißt, im Grunde die Leute, die hier waren, waren alle sehr versaut. Sehr versaut. Ja, die Stellung kenne ich auch. Selber auch schon durchgeführt. Wer kennt sie auch von euch, diese Stellung? So. Schauen wir mal. Wir gehen nochmal schnell speichern. Immer schön speichern. Auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass ich hier hart auf den Sack kriege. Nur so halbhart. So. Gut, hier hatten wir letztens schon aufgeräumt. Und da haben wir den Track. Sollen wir gleich der Musik folgen? Sehr interessant. Ah, freue ich mich schon drauf auf die Kamera. Wir schauen aber jetzt erstmal noch mal kurz darüber, was da so gibt. Nichts. Ein Hauch von nichts. Okay. Gehen wir jetzt hier lang. Okay, da kommen wir dann in die Kamera rein. Wir drücken jetzt erstmal hier den Knopf und gucken, was passiert. Was da hinten hat sich bewegt. Okay, wir können das nach unten machen. Seitlich. Können wir hier durchschießen? Okay, da wird hier freigemacht. Mit die hier, die können wir nicht betätigen, ne? Okay, wir müssen schauen, dass wir da rüberkommen. Das Ding brauchen wir schon mal nicht. Hier wollte ich mal gucken, was passiert, wenn man das macht. Nichts. Okay, das heißt, wir müssen auf das eine Teil mit dem Durchgang warten. Und ich würde mal sagen, wir aktivieren das schon mal. Nein, 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 da wollte ich hin. Nein! Tick zu spät. Okay, stelle ich mir auch die Frage, wofür brauche ich das dann? Sondern ein komplexes Polymergerät, dessen elektronische Sensoren mit Datensammelstellen verbunden sind. Dank dieser Sensoren können wir genau nachverfolgen, was bei potenziell tödlichen Experimenten mit der Puppe passiert. Überall wird getestet und geforscht hier. Ja. Schnell, 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 schnell. Nein, nein, bitte, bitte. Danke. Okay, was passiert hier? Er melkt die goldene Kuh. Hart am Abmelken. Das Teil bringt uns aber so nicht weiter, ne? Auch wenn die Kuh golden ist. Aber die Kuh
Ja, okay, wir brauchen wahrscheinlich genau das Teil, was wir gerade. Das da hier, ne? Aber. Obwohl, das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Moment. Das war schon mal ganz gut, ja? Wir kommen hier weiter. Okay, das passt dann. Ist das hier One-Way? Wir müssen ja auch immer aufpassen, dass wir hier nichts verpassen. Vier Teile können wir hier holen, richtig? Bitte Vorgang auswählen. Schauen wir mal nach. Ja, vier Teile. Vier Stück. Speichere Nummer 1 haben wir schon. Wenn das nicht Genosse Plündertorf ist. Du wirkst bedrückt. Stimmt etwas nicht? Genosse Plündertorf. Ich habe nur das Gefühl, als hätte ich einen bösen Traum gehabt. Und dieser Typ war da. Reiß dich zusammen. Du hast lange nicht mehr geschlafen, Major. Ich habe das Gefühl. Was soll es sein, Major? So, jetzt habe ich den Tratsch ein bisschen unterbrochen. Verzeihung. Aber wir können das jetzt endlich installieren. Das will ich schon seit keine Ahnung wie viele Folgen haben. Ach, ich nehme dafür was anderes ab. Gegner hat den Hochschlag. Er verbringt den Rückstoß. Den Hochschlag. Okay, durch eine verbesserte Rückzugsfeder wird der Lauf schneller gesperrt, erhöht die Feuerrate. Ach, geil. Das ist halt schon wieder teuer, ne? Das ist halt geil. Bringt die Vibration der Waffe beim Abfeuern deutlich, was die Streuung und den Rückstoß abschwächt. Auch geil, aber mir momentan noch zu teuer. Wir können immer nur ein so ein Ding nehmen, ne? Also entweder die Schiene hier oben, die Schiene hier unten. Gegen organische Gegner. Haben wir die Mündungsbremse. Ich glaube, das passt schon jetzt, die Schiene. Die fahren wir weiter. Mega gut. Okay, was haben wir hier? Relativ easy. Wie konnte ich das nochmal entfernen? Das konnte ich auf jeden Fall bei den anderen Teilen entfernen. Naja, egal. Ist ja eh nicht relevant. Okay. Kriechen die einmal durch? Scheint eine Lootkammer. Oh Mann. Diese ganzen Positionen von denen. Den Puppen hier. So, ich bin eh nur an dem Loot hier interessiert. Der Rest ist mir egal. War das auch schon wieder geklärt? Wie, was? Bin ich ganz ausgesaugt? Doch. Eigentlich schon. Sondern was Verstecktes. Gib mir. Ganz rund läuft es manchmal nicht, das Spiel. So, jetzt geht es hier noch nach oben und hier nach unten. Okay, hier gibt es noch was gratis. Ansonsten sehe ich jetzt hier nichts. Okay, dann geht's nach oben. Sowjetische und ausländische Wissenschaftler haben bewiesen, dass der magnetische Nord- und Südpol im Laufe der Erdgeschichte oft ihre Plätze getauscht haben. Theoretisch könnte das auch zu unseren Lebzeiten passieren, sogar jeden Moment.
Die Auswirkungen solcher Naturkatastrophen sind schwer vorherzusagen. Deshalb versuchen Wissenschaftler in Testgelände 2, die Bedingungen einer längst vergangenen Ära zu emulieren und den Zustand unseres Planeten beim letzten geomagnetischen Tausch vor 42.000 Jahren nachzuempfinden. Ah ja, interessant. Okay, Leute, wo zuerst hin? Also, wir haben einen Schalter hier oben. Hier ist an sich nichts. Die Seite können wir erstmal getrost ignorieren. Das ist nur die Frage, wie komme ich da hoch? Das ist nicht das, was ich will. Hier irgendwas. Erstmal hier hoch, hätte ich gesagt. Okay, interessant, vielleicht dann hier lang. Ah ja, aber Stallas. Ich folge jetzt erstmal dem Weg, der an sich funktioniert. Das ist dann dieser hier. Männchen. Hätte ich jetzt zerdrückt? Das geht noch, das geht noch. Also gut. Ja, also an sich, an den Dingern kann ich mich hier festhalten, ne? Erst hier könnte ich mich festhalten, dann darüber gehen, dann eventuell da hoch, ne? Könnte das funktionieren? I hope so. Ja, sieht gut aus. Come on, Genosse. Mach keine Fucks. So, sie halt nix. Okay, ich muss nochmal einen Tick rüber. Ich weiß nicht, ob das von der Höhe her dann reicht, ne? Na, geht das nicht? Komme ich jetzt darüber? So schon mal nicht. Fährt das wieder hoch. Oh, muss ich jetzt den ganzen Weg nochmal gehen? Warte mal. Das wäre auch zu schön gewesen. Ich kann, während ich hier drauf bin, keine Blitze wirken. Okay. Oder, was ist los? Okay, dann die ganze Chance noch einmal. Halleluja, Amen. Mir fehlt die Musik. So still hier. Nein, Alter. Ach, come on. Noch straight gegangen, Mann. Mann. Alle App. Okay. Wo haben wir das? Mal das. So. War schon nicht blöd. Ich hab halt. Hüpp. Oben.
So. Problem ist nur... Aber, ne, ich muss ja... Muss erstmal hier rüber. Dann hier hoch. Dann wieder rüber. Ja, so sieht's aus, ha? Huh? That's the way, okay. Ich verstehe, und jetzt müssen wir dahin jumpen. Okay, passt. Jetzt haben wir es geschafft. So, jetzt sind wir hier. Rein theoretisch würden wir dahin kommen. Wir aktivieren das Ganze nochmal. Ich glaube, wir können jetzt einfach hier so rüber, ne? Plopp. Okay, cool. We did it. So, dann einmal hier hoch. Boot the Knopf. Okay, dann kommt hier die Räuberleiter. Okay, das heißt, wir haben jetzt im Grunde schon mal Schritt 1 erledigt. Sehr gut. Gehen wir da einmal hier hoch. Wird ihm gleich schwindelig, ey. So, dann gehen wir hier hoch. Vorsicht. Okay. Interessant. Komme ich da hin? Epa, hoppala. Ich glaube, da wollte ich gar nicht hin, oder? Huch. Ich glaube, that's not the way. Ja, wir müssen jetzt hier rüber. Ah, come on, ich hab's mir schon gedacht. Wir sind zu hoch gejumpt. Oh nein, nicht stecken bleiben, bitte. Witzigerweise ist mir dieses Stecken bleiben immer nur off-take passiert, dass ich irgendwo stecken geblieben bin. Okay, also an sich können wir eh wieder hier so hoch. Hier würden wir jetzt auch rüberkommen. Die Frage ist... Ist besser so. Ja, ja, so muss das. So, zack. Genau einmal darüber. So läuft der Hase. Come on, Genosse. Komplett rüber, bitte. So. Check me this out. Ach ja, Parcours. Ich weiß noch. Vor gut 10 Jahren. Habe ich selbst damit angefangen. War so begeistert vom Parcours. Das war geil. Geile Zeit. So, wenn jetzt mal irgendwas ist, ich kann von der Polizei weglaufen. Easy. Okay. Haben wir das schon mal geschafft? Oh, einmal geblitzdingst. Jetzt müssen wir da drauf. Oder what? Ne, hier haben wir noch einen Weg. Okay, das muss so. Yep. So, dann einmal da drauf. Sehr gut. So, dann sind wir jetzt hier. Hier drauf. Das Ding fährt an sich wieder runter. Irgendwie tut mir das, glaube ich, nichts, oder? Wenn es runterfährt, nee. Oder? Nee. Wieder hoch. Das Mittelteil habe ich noch nicht mit einberechnet. Da müssen wir jetzt dann wahrscheinlich hin. Ja, genau. Oder müssen wir das? Das ist schon noch ein gutes Stück hier rüber, ne? Da muss ich durch die Luke. Okay, jetzt ist es tatsächlich sehr interessant. Jetzt irgendwie gerade einen kleinen Hänger am Hirn. Aber wir sind da lang. Wir sind darüber, sind dann hier jetzt rüber. Um dann hier hinzukommen.
um hier hochzukommen. Im Moment habe ich gerade Hänger. Okay. Alles klar. Kann man tatsächlich leicht übersehen. Muss man sich die ganze Sache mal aus einer anderen Perspektive anschauen, dann ergibt das Ganze auch wieder seinen Sinn. Uppa. So. Dann war das jetzt einmal da so lang. Gut. Dann da so lang. So, jetzt machen wir das hier mal schön in Rekordzeit. Klar, es ist hier nicht Mirror's Edge mäßig, dass man hier richtig schnell durchkommt, was die Parkour-Ereignisse angeht. Aber that's real life. So würdest du in real life da durchgehen. Obwohl, ein bisschen schneller könnte man es, glaube ich, schon schaffen. Jetzt hier hoch. Epa. Top. Activate. Zack, zack, zack. Wie ein Pro. Auf einmal wie ein Pro. So, jetzt muss ich nur mal gucken. Ah ja. Geht schon. Yo, top. Super. Sind wir jetzt hier einmal durch. Das heißt, zweite Kiste haben wir dann jetzt. Und dann gucken wir mal, wie wir an den letzten Loot rankommen. Also das wichtigste Teil habe ich ja schon mal. Schon mal gut. Hallo. Na, na, na. Wo berühren Sie sich da unsittlich? Das gehört sich aber nicht, das Gentleman. Diese Kiste, deswegen sind wir hier. Noch ein bisschen Kondensmilch, was glaube ich ein entweder mehr Verteidigung bringt für eine Zeit oder mehr Angriffspower. Okay, den Raum haben wir dann, sonst gibt es hier dann nichts. Hier ist nochmal Safety Room. Okay, dann ist die Frage, geht's hier eigentlich nur noch hier lang, oder? Also wir haben auf jeden Fall noch nicht alles, was ich möchte. Außer ich hab's einfach des Gefechtes eingesammelt. Wir schauen mal. Ja, kann ich im Nachhinein sagen... Warte mal, ich brauche hier eigentlich nur über die Map rein. Ich glaube, ich habe hier keine, ne? Ah ja, hier, guck mal. Steht aber auch noch nicht da, ob es abgeschlossen ist. KS. Konverter. Ich glaube, die haben wir noch nicht, ne? Polylegierung, Erweiterung. Wie wir daran kommen, das sehen wir dann im Grunde erst in der nächsten Folge. Mit KS. Ich noch gar nicht, oder was? Männchen. KS. Das ist die Pumpe. Eine neue Pumpe. Okay, dafür haben wir jetzt noch einen Teil gekriegt, ne? Okay, ich möchte wissen, wo es rein theoretisch jetzt hier noch weitergeht. Hinten sehe ich noch was Blaues. Das ist einmal wieder zurück. Ist aber eher so auf der Höhe. Könnte auch durchaus sein, dass wir einmal komplett zurück müssen. Aber gut, das erfahren wir dann im Grunde in der nächsten Folge, Leute. Dann geht's weiter. Ich bedanke mich bei euch da draußen recht herzlich fürs Zusehen. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir den Daumen nach oben gebt oder einen Kommentar verfasst. Oder beides sogar, je nachdem, wie ihr gerade drauf seid.
Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. So, jetzt wünsche ich euch noch einen erfolgreichen und lässigen Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. See you later, Alligator. Tschüssikowski.